Ich möchte einfach nur eh lassen. Jetzt tut er Hallo. Jetzt? Da bin ich nochmal. Nee. Und jetzt kommt der Teig und der dran und streibt sich schon wie so ein kleines Mädchen. Ne? Kind, ich denke schon gerade nochmal nie erschlagen. Wegen dir fängt ich bald an der Pudel an zu rauchen. Kannst du noch stehen, dann durch dich töte er. Ist ein dicker Hals, warum habe ich denn wohl? Weil du auf die Luftpumpe gedreht bist, oder? Wahrscheinlich hat mich der Kellerachsel gestochen. Ach, den will ich jetzt immer raushauen. Der ist ausgelutscht. Ist er nicht? Ja. Die andere hat ihn noch gar nicht gehört. Guck mal, wie der guckt. Ah, das sieht er gar nicht, ne? Guck mal, wie er guckt. Ah ja, ich kann dir nichts davor, wenn du so sagst. Ah, wie ich so sah. Ey, jo, wir hatten gesagt, Keller Axel, du oder ich? Ja. Das finde ich nicht lustig, ne? Ja. Der findet immer nur, sei wasche, wenn er zu mir sagt, zum Beispiel, da hast du nicht genug Anabolika geholt, dass er wasche so und lauter so Dinger halt, ne? Das findet er lustig, ne? Ich finde das dann nicht lustig, aber er halt eben, ne? Und ich finde halt eben Kellerachsel lustig und er eben nicht, ne? Hm. Was ist denn daran lustig? Dass es Kellerachsel heißt und nicht Kellerachsel, ne? Oh. Hm. Der Kellerachsel hat einen Namen. Da wächst man mal auch Schwanz. Ja. Blödi. Ach ja, sicher, will noch mal ehrlich lustig sein, der Bub. Ja, ich habe heute gefilmt wie ein wilder Weltmeister, ne? Da geht da alles neue nach und nach zu sehen. Ich habe ja das schöne große Üb-Paket gekriegt, in doppelter Ausführung. Und guck mich nicht so abfällig an, ey. Doppelte Ausführung. Der lud mich an, ne? So guter Sprech. Das schwitzt ja nie so doof, ey, ne? Ja, hier. Ich kann nicht stehen, wo die Dinger raus... Du hast ja ganz Container drin. Ah ja, und? Bist du jetzt neidisch oder was? Ey, das ist so toll. Das ist alles einfach nur so toll. Ich habe alles noch da leer und bin am Gucken und am Machen. Ne? Ich habe über 2 Stunden gefilmt. Unfassbare Szene, ich kann es euch nur sagen. Ne? Ja, ich habe mich so gefreut. Freu. Ach, du bist aber wohl witzig. Ha? Ja. Hört man immer der alte Film nur in der, wie heißt der von kennst du den noch? Nee. Was soll das dann sein? Der mit der Zipfelmütze da. Oh. Wie macht er immer? Keine Ahnung. Das hört man jetzt. Och, jetzt. Wenn ich mich anstelle, zu denken, das ja, das funktioniert natürlich nicht, das haben wir schon mehrmals festgestellt. Ja. Das ist dann halt immer so, wenn ich dich angucke. Was soll ich sagen, ne? The boy. Ja, ich habe schon gewusst, wenn du Mensch. Ja. Ich habe ja auch gewusst, dass du Keller, also Mensch, nicht Keller Axel. Ja. Das fand ich halt witzig, ja. Ja, so war das, der Teller Axel. Ja, so ist das. Jetzt habe ich auch noch, jetzt zuckt es mich auch noch überall. Ich glaube, jetzt habe ich auch noch fetter Floh. War eigentlich Allergie gegen dich? Ich weiß es nicht. Also der Floh möchte ich nicht sehen, der wäre richtig beschäftigt, ne? Wie witzig. Wie der so rotzefresh ist, ne? Dann wundert er sich, ne? Das, ja, was soll ich sagen, ne? Das grübelt dann nochmal an der Nextfresh-Art. Das ist so. Der überlebt jetzt.
wo er mich jetzt noch ein bisschen eiern kann. Und das fällt mit Sicherheit in, das kann er nämlich richtig gut. Also wenn er nichts kann, dann kann er das, ne? Soll ich frech sein? Kannst du und dich unterstehe. Wenn der freche Schniss wichtiger ist wie der Lebenswille, ist mir egal, dann kann ich machen, ne? Mache dich nicht, wenn ich die Video löschen muss, weil du irgendeine Bullshit sagst, ne? Da klatscht das hier, so hast du noch Oh, nichts gesehen, ey, ne? nee, das möchte ich jetzt wirklich löschen. Ich spare es für mich. Ja, besser ist das, nämlich das habe ich schon gesehen, ne? Das sehe ich schon, ne? Wie der dann guckt, da weiß ich schon genau, ne? Der tut jetzt irgendeine ranzige Müll da von sich gönnen, ne? Dass mir sämtliche Kopfdichtungen verfliehen, ne? Schieb mal es auf für morgen, weil ich dann heißt immer vergessen. Wenn du so weitermachst, dann lebst du den Moje gar nicht. Diese eine Liebe ist mir Leben. Weißt du, was witzig ist? Ne? Komm. Der Heiko, ne? Der, du tust mir jetzt weh, ich weiß genau. Nee. Der Heiko, ne? Das meint ja immer, das Kind singen, ne? Dabei. Wenn der singt, ne? Erstens mal, was er komplett gar kein Text, ne? Und wenn er dann in den Texten wie war, dann macht er einfach nur die Mundbewegungen, ne? Und macht dann immer so. Ich mich wegschreien, ne? Dann sage ich immer, war schon meistens Zeit, dann jetzt finde ich witzig, ne? Aber wenn er es macht, ne, dann sage ich immer, Samu. Wenn ich den Text nicht weiß, dann bin ich gleich ganz ruhig, weißt du, so. Ich finde das witzig. Weißt du, im Verborgenen, weißt du, wenn wir jetzt hier so allein sind, ne, dann halt der Dinger raus, dass mir Tobi fortfliegt, verstehst du? Jetzt macht er so, jetzt habe ich das jetzt gesagt, ne, jetzt schämt er sich, ne, und überlädt jetzt, der ist nämlich so hinterfotzig sich, ne, der überlädt jetzt, wie er mich jetzt in die Panne hauen kann, ne. Das Problem ist halt einfach nur, dass ich direkt neben ihm sitze, ne. Und dass es eventuell Sinn kann, dass er das nicht überlebt, wenn er jetzt irgendwas sagt, ne? So schlau ist er ja. Hoffe ich zumindest. Ja, Und ich kenne dann nämlich, ich gehe jetzt heim, Mann. es hat, wie sagst du immer? Ach, was weiß ich, wie er immer sagt, ne? Der sagt so viel, wenn der Tag lang ist, ne? Ich muss mir das alles aufschreiben und ich habe mir halt einfach Keller Axel aufgeschrieben, ne? Und den Rest vergesse ich halt einfach, wenn ich mir das nicht aufschreibe. Und du hast das wirklich aufgeschrieben. Das war das erste, was du aufgeschrieben hast. Das Ja. hast du noch nie gemacht. Ehrlich, das war so witzig, dass ich mir das so aufschreibe, ne? Echt. Dann ja so ein bisschen lachen, ne? Das ist echt witzig. Das hört sich doch lustig an. Was dann? Und das wäre noch schöner, wenn du mal was verstehen würdest, ey. Naja. Wahrscheinlich müsst ihr Weihnachten und Ostern auf einer Tag treffen. Welcher Mann kann irgendwelche Frau verstehen? Also. Richtig, gell? Das ist Ja. so, ne? Wir Frauen sind einfach allein an der Front. Verstehst du das? Anders da funktioniert das noch nicht, ne? Ja. Die Männer, die kapieren gar nichts, ne? Obwohl wir so einfach sind. Jo. Ja. Oh, auf Wir jeden sind so Fall. graziöse, So, liebenswerte Frau. Wesen, verstehst du Oh. das? Und die merken das gar nicht, ne? Was die da an ihrer Seite haben. Okay. Na? Ich meine, ihr müsstet ja mal, denn massig genug bin ich ja, ne? Machst dich. Ich habe mich auch nochmal verdreckt ausgekehrt. Du kannst ja massiv sein. Ja, massives Mädchen, ne? Mir ist es egal, sie haben mich gesehen, nichts an. Richtig. Hüte deine Zunge. Der Bub. Ja, so ist das, ne? Das ist der Sonntag auch rum, ne? Gott sei Dank ist morgen Montag. Ich muss mal, muss ich noch in die Fabrik fahren. No. Oh ja. Hinten zurück.
Oh jo. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf, ne? Aber ich muss, ne? Ich habe jetzt schon zweimal Termin abgesagt. Ja, ne? Ist jetzt, Gott sei Dank. Hat alles gezwieback. Na Gott sei Dank. Der Vater hat gesagt, obwohl du blöd bist. Egal. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht, mein Liebling. Ich lieb. Ich sieh's auch. Schlafchen. Ich glaube, träum was Süßes. Ja. Mein zartes Reden. Ja. Schön, dass du das auch schon merkst, ne? Ich sag's euch hier, ne? Da soll man noch hemmschreiben mit Gang gut, ne? So ist das. Ah. Jetzt kann ich mich in Ruhe meinem Gedöns auf dem Tisch widmen. Tatsächlich steht alles noch darum. Wir haben heute gar keine Zeit gehabt. Ich habe ein Video gemacht, da habe ich dann mit dem ist irgendwo hinfahre, verstehst du, Bodyguard spiele und so weiter, ne? Und ja, wow, ich finde das alles so toll. Ich kann das jetzt erst in Ruhe alles begutachten und beäuge und mache, weil immer ne, beim Video mache, dann kann ich ja doch vor allem, das Ding ist ja, wenn ich Videos mache, dann ist das wie automatisch, ne, ich sehe das, ne, empfinde das, wie schön das ist und freue mich so, aber das kann ich einfach dann nicht so registrieren, wie wenn ich jetzt dort sitze und sehe die Sache doll ein, ne, kann nochmal das Papier holen, kann das durchgucken und hier die Transparentfolie, ist das da die? Ja, die Transparentfolie, die hole ich jetzt mal schon gerade runter. Weil ne, dass ich nachher wegleere und die da dabei ist, weil ich brauche die unbedingt und ich finde die so toll. Ich finde das, als ob das Yvonne wisst, was ich brauche. Ne? Ohne Scherz, da ist jetzt echt nichts dabei, wo ich sage, das habe ich aber im Video schon ein paar Mal gesagt, glaube ich. Ah, wo ist sie? Also, ist transparent. Ja, Transparentfolie halt, ne? Ah ne, ich habe zwei Blätter, ich doofer Ochs. So, da. Ganz toll, ganz toll, ganz toll. Ich bin total begeistert, ohne Witz jetzt, ne? Ja, so. Oh, ich habe mir hey aufgekratzt. Ah, oh, das brennt, ey. Ich habe mir da aufgekratzt. Ich habe euch doch gesagt, dass ich immer die, wie so Schuppenflechte kriege, ne? Da, also, da sieht man das, ne? Ja. Oh. Ich bin froh, wenn ich jetzt mehr Ruhe habe, ne? Ohne Witz, ne? Wenn der jetzt schlafe ist, Holly ist schlafe, dann Elias ist mit der Marieche und das Köterchen schläft schon. Vor der Woche auch zwei anstrengende da, der hat so viel Leid, mir so Nerven. Eine Katastrophe, ne? Der hat eine Ausdauer, das ist unfassbar, ne? Mit Nerverei, ne? Also der ist so ein lieber Hund. Aber wenn fremde Menschen kommen, ne? Dann ist der so unfassbar nervig, ne? Weil er, weißt du, so alles erkunden will. Will die Bereiche bemachen und was weiß ich, ne? Und ja, will zu begatte. Da bin ich dann richtig spät, ne? Das geht ja nicht, ne? Da brauche ich ja nur auf so stehen, da rennt er. Meistens. Ja, das ist dann schon ein bisschen anstrengend, ne? Also, das muss ich echt sagen, ne? Aber ansonsten wirklich, ja. Ich bin so happy, das klar wieder gegangen. Und wie gesagt, jetzt bin ich richtig froh, weil jetzt ist alles aus der Boot. Und jetzt kann ich dann alles in Ruhe genießen. In Ruhe angucken. Und in Ruhe nochmal alles durchgucken. Und so weiter und so fort. Ne? Das ist jetzt so richtig schön, ey. Ohne Scherz, ne? Das freut mich jetzt richtig. Ja. Die Mutti ist schon im Ramit. Die Mutti hat heute abkennt, nicht geschlafen. Ich hatte. Oh, die Naht, ein Drama, ne? Das Heike ist ja gestern Abend noch fortgegangen.
Und ich habe zum gesagt, er soll mal, ich habe zum gesagt, wenn du Schnaps saufen willst, ne? Und dann kannst du gerade beim Kevin schlafen, ne? Jo. Er hat Schnaps gesoffen, weil er ist um 4 Uhr heimgekommen, Naht, ne? Durchnässt, hat die Naht gestürmt und gerannt in Strömen. Der war pitschnass, ne? Komplett von oben bis unten. Dann ist nur noch durchgewunken, ne? Ab ins Bett, ab ins Bett, ne? Wirklich Katastrophe, Katastrophe, ne? Ja, da war ich um 4 wach, 3:45 war ich wach. Dann habe ich kurz gedacht, ich müsste nochmal schlafen. Dann habe ich gedacht, nee. Dann habe ich mir, habe ich das erste Mal gefrühstückt. Habe ich was Schäfer zu essen gemacht. Dann haben wir nochmal, ich muss ja auch im Sommer wie im Winter meine Wärmflasche haben, ne? Die hatte ich jetzt auch übrigens auf dem Schoß leer, ne? Die ist mein ständiger Begleiter, jeden Tag, ne? Ich fühle mich einfach wohl damit, ne? Und abends muss ich die Wärmflasche haben, die lege ich dann neben mich, ne? Und kuschle mich dann so an die, ne? Also nicht an die, sondern nehme ich so seitlich da so dran, weil ich oft Bauchweh habe, so, ne? Ja. Und dann bin ich nochmal eingeschlafen kurz. Und dann bin ich nochmal, wann war ich nochmal wach? 8? 8:30? Ich bin, weiß es nicht. Nee, war früher schon nochmal. Aber was um die Zeit? Nee, ich weiß es jetzt nicht, ich müsste liegen. Ja, auf jeden Fall bin ich dann wach geworden und war so fit und so munter. Ich hatte ja eigentlich gemeint, ich gehe totsterbenskrank, ne? Aber nichts war, Gott sei Dank. Obwohl es glaube. Oh Gott. Jetzt hätte ich gedacht, oh Gott, jetzt bellt der Hund. Ja, und da habe ich nochmal gefrühstückt und dann habe ich direkt die Kameras angeschmissen. Ne? Ich hatte ja dann mit 3 Kameras gefilmt. Ich bin nur mal gespannt, was das da alles wird. Was das da alles wird, ne? Ich glaube, ich höre spaßeshalber, lade ich auch alles hoch, was ich gefilmt habe, ne? Oh, ich bin so blöd, ne? Dann habe ich die Kleinkamera angehabt und dann gefilmt und dann habe ich gedacht, die Kamera ist an den Ausgang und dann konnte ich, da habe ich erst gesehen, dass der Akku leer ist. Dann habe ich die an Kabel gemacht, hat aber nicht gesehen, dass die weiterfilmt. Ne? Also nachdem ich das Ladekabel ingestochen hat, die weitergefilmt. Was auch immer die gefilmt hat, weil ich habe sie hin auf die Couch gestellt. Ne? Keine Ahnung. Ich muss alles erst angucken, bevor ich das hochladen kann. Ne? Weil ich nicht weiß, was ich da gefilmt habe, was da gesehen ist. Verstehst du? Da hatte ich nämlich mit dem Elias, ne, zum Schluss, aber das eiert mich jetzt. Ne? Das ist wahrscheinlich ein Video, wo ich schneiden muss. Ne? Und zum Schluss hatte Elias, war ich fertig und dann hatte ich zum Elias gesagt, ah ja, da hat er schon den Finger auf der Kamera gehabt, für die Außenmache und hat scheinbar gedacht, oder ich habe auch gedacht, dass die Kamera aus ist, aber das war sie nicht, ne? Weißt du, und dann hatte ich ihn noch verschreit, weißt du, hat er gesagt, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, das sind alles Sachen, die muss man nicht wirklich hören, wenn man zart beseitet ist. Ne? Ja. Und so weiter und so fort. Genau, so war das. Ne? Ich fluche ja auch oft. Ne? Also ihr wisst ja, dass ich oft das Wort, ich bin ja schon gerügt worden auf meinem anderen Kanal, ne? Dass öfters Scheiße fällt wie irgendwas anderes. Ne? Dass ich Scheiße sagen und was weiß ich nicht alles. Ah ja, meine Güte, ne? Ich bin halt so Schnabelschniss, die alles sagt, wie es ihm gerade in den Kopf kommt. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass alles scheiße ist, und dann ist es halt scheiße. So. So ist das. Oh mein Gott, bin ich so froh, ne? Das endliche Wermutstropfe ist, dass ich meine nach der Fabrik muss. Ey, hoffentlich rennt es dann nicht, ey. Dass ich Fabrik laufe, wenn es rennt wie die Sau, ey. Ich muss ja immer am anderen Ende parken, weil ich dort immer einen Parkplatz kriege. Ne, und ansonsten ist Fabrik wirklich ätzend zu parken irgendwie. Ich weiß nicht, ob das nur. Gut, das sind Parkhäuser, ja. Da fahre ich aber nicht drin. Jetzt nicht, weil ich nicht kann und nicht will, aber weil ich nicht weiß. Und das eine Parkhaus weiß ich gar nicht, wie man rinkommt. Und das andere Parkhaus muss man zu viel denken, bevor man da rinfahren kann.
Jo. Und dann fahre ich immer auf den einen Parkplatz und laufe dann komplett durch die ganze City, bis ich beim Arzt bin. Ja, das ist mir dann egal, dann laufe ich lieber, ne, bevor ich hier noch 387 Stunden Parkplatz suche. Ja. Und in Saarbrücken fackel ich die ja nicht lang, ne? Dann kann ich immer direkt Knöllchen da bezahlen und so weiter. So. Jetzt ist ein schönes, aber auch stressiges Wochenende. Also zum Schluss war es jetzt stressig vorbei. Und jetzt gucke ich noch ein bisschen und genieße noch den schönen Anblick. Ja. Und dann ziehen wir aus Moje nochmal, ne? Wie gesagt, und Moje, vielleicht ziehen wir aus Moje nicht so wie jetzt, sondern dass ich halt die Videos hochlade, ne? Und ich weiß nicht, je nachdem, weiß ich nicht, ob ich schon abends noch ein Video mache. Ich bin, weiß es nicht, ne? Aber auf jeden Fall kommen neue Videos. Hundertprozentig. Ja. Dass ja, ach, siehe, was ich da tolle Sache getan, ne? Ich finde das also Wahnsinn, der helle Wahnsinn, was da in den zwei Umzugskartons drin war, ne? Krass, wirklich. Alles so, so, so schön, ne? Ja, gut. Genug des Geschwärme. Ich wünsche euch jetzt, dass ihr gut schlafe, dass ihr auch gesund sind und bleibe. Und so weiter und so fort. Ne? Was soll ich dann sonst noch alles sagen? Ich weiß nicht. Au, ja, auf deine Videos sind dann auch mehr fetter Ranse, ne? Weil ich dann von dem einen gerne von der Seite gefilmt, bin dem anderen von vorne und bei dem anderen von oben. Ne? Unfassbar. Naja, wollte ich nur mal gerade sagen, ne? Weil es mir gerade in Gefallen ist. Gut, ihr wisst ja, ne? Jetzt? Sorry. Jetzt ist wirklich Zeit. Ich wünsche euch jetzt noch das Übliche. Bis morgen. Tschüss.